Hi, ich bin Saki. Ich bin gerade im Schwarzwald und zwar in der Nähe von Todtnau. Und hier gibt es den Todtnau-Klettersteig, der mir vor einiger Zeit mal empfohlen wurde. Und da ich hier gerade zufällig dran vorbeigefahren bin, habe ich hier einen Stopp gemacht und möchte jetzt diesen Klettersteig gehen. Schwierigkeitsstufe wurde mir gesagt 4. Ich bin schon gespannt, aber jetzt erstmal vorbereiten. Und los geht's. Ich habe hier gerade Spitzenwetter, strahlender Sonnenschein, schön warm. Dementsprechend wird natürlich eine ganze Menge hier los sein. Gerade weil es der bekannteste oder mitbeliebteste Klettersteig wohl im Schwarzwald sein soll. Ich lasse mich mal überraschen. Gefilmt wird heute testweise mit 2 Actioncams, weil ich da demnächst noch mehr machen möchte und mehr Erfahrung brauche. So, und hier bin ich am Eingang. Betreten auf eigene Gefahr. Sicherungs- und Befestigungselemente sind vor der Benutzung zu überprüfen. Na klar. Also es geht erstmal in Serpentinen hier den Hang hinauf an den Felsen heran. So, die zweite Kamera. Boah, ist das warm hier, wo die Sonne so direkt in die Wand knallt. Und oben, da sehe ich schon so ganz leicht die ersten Mitkletterer. Aber die sind schon ein gutes Stück vor mir. Das ist übrigens mit ein Hauptgrund, warum man auf so einem Klettersteig einen Helm tragen sollte. Einerseits natürlich wegen Steinschlag, andererseits aber auch wegen Steinschlag, der speziell durch andere Kletterer ausgelöst wird, die direkt über einem sind. Okay, der erste Part hier ist geschafft. Diese Stelle war jetzt noch nicht besonders anspruchsvoll. Was mir aber schon auffällt, ist, dass die Sicherungspunkte, also die Ankerpunkte, hier ziemlich weit auseinander gelegen haben. Also eine wirkliche Sicherheit durch ein Klettersteigset hätte man hier noch nicht gehabt. Dafür scheint es jetzt umso interessanter zu werden, denn hier vorne gibt es eine Seilbrücke. Und da habe ich natürlich richtig Bock drauf. So, das ist sie, also ein Seil, auf dem man läuft. Und 2 Seile, an denen man sich halten und sichern kann. So, ein Arm pro Seite, also pro Seil doppelte Sicherheit. Und jetzt geht's los.
schade. Hier ist jetzt wieder eine extrem einfache Stelle. Da muss man sich nicht mal sichern. Und ich bin schon wieder oben, aber das kann doch nicht alles gewesen sein. Zwei extrem einfache Stellen und eine Seilbrücke. Nee, da muss noch mehr sein. Ich muss mich immer genau umschauen. Also, jetzt habe ich doch noch was gefunden. Eine andere Strecke und die führt hier entlang. Wieder ziemlich weit auseinander. Also wenn man hier fällt und abrutscht, dann richtig. Und wie gesagt, immer dran denken, immer nur einen Karabiner auszuhaken, niemals beide gleichzeitig, sodass man immer gesichert ist. Und dann geht's weiter. Jawohl, das ist doch schon viel mehr mein Geschmack. Hier geht's weiter. Das sieht mir doch jetzt nach der aktuell coolsten Stelle aus. Hier muss man wenigstens mal richtig klettern. Das ist jetzt eine Stelle, wo man so richtig schön klettern kann. Also man benutzt nicht das Seil, um sich zu halten, sondern man arbeitet wirklich mit allen vier Extremitäten am Felsen und das Seil ist bloß die zusätzliche Sicherung. So macht Klettersteig Spaß. So, hier teilt sich der Steig jetzt. Einmal geht's hier nach oben und dort weiter. Und einmal geht's hier um die Ecke. Da muss ich erst mal gucken, was hier jetzt interessanter ist. Aha, das sieht definitiv interessanter aus. Und dann ist das auch meine Strecke. Thank you.
Das sieht jetzt wieder wie eine schöne, interessante Stelle aus. Ich muss jetzt über diesen Vorsprung. So, wieder umgehangen. Und schaut euch das an hier. Genial, so macht Klettersteig richtig Spaß. Da geht's weiter. Oh, eine sehr gute Stelle, kaum Halt für die Füße. Ha, klettern. Anfangs dachte ich ja, na, wo soll dieser Klettersteig denn besonders sein? Was haben sie mir da denn erzählt? Aber jetzt gerade das letzte Stück, das war definitiv eine 4. Das war richtig spannend und das hat richtig Spaß gemacht. Jetzt bin ich wieder oben. Ich kann von hier schon ein paar Meter weiter die Seilbrücke sehen. Vielleicht mache ich die noch ein zweites Mal. Ja, und dann geht's wieder ab nach unten und weiter. Macht's gut! Schau auch auf meinem Gear-Kanal vorbei. Dort stelle ich Wanderern, Trekking-Interessierten, Bushcraftern oder einfach nur Gear-Junkies interessante Produkte für unsere Outdoor-Hobbys vor.